Wir haben die so schnell. Scheiße! Oh! Ja! Du lebst noch! Ja! So, hallo, da sind wir wieder zurück bei Kinderkreis. Was? Schön toll. Nee, Spaß beiseite. Morgen, Jungs. Und Mädels. Es gibt wieder ein weiteres Völkchen Azebä. Und wir haben jetzt die Version 051 aktuell. Wenn du lustig bist, dann könntest du mal kurz auf den Changelog eingehen. Ja. Was gibt's denn überhaupt? The Map Generator no longer makes those empty black rooms. Hatten wir den mal? So ein empty black room? Nicht seitdem wir spielen, glaube ich, in den normalen Versionen, zumindest nicht in den ersten. Wir haben ja bei 05 irgendwas angefangen, 053 oder so, haben wir ja immer gesagt, ne? Wir sind uns nicht sicher, aber ich glaube, irgendwie sowas war das. Dann ein Fix the Bug. Der Klassiker. Bug. Und ein Activating the screen at Gate B shouldn't cause a memory... Also auch Bug. Memory access violation. Aber... Endings gibt's jetzt auf jeden Fall. Wir haben es jetzt seit der Retro-Serie noch nicht geschafft durchzuspielen. Und wir haben übrigens die 2000 Abonnenten geknackt. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist echt der Wahnsinn. Thanks. Let's go von meinem. Wir sind ja zu spät dran. Gott. Der ist echt voll angezogen. Was? Vor allem ist er jetzt da rausgejumpt. Oh. Geblinkt hab. Was wir uns überlegt haben, wir wollen im Rahmen dieser Episode, die ihr gerade seht, eine Art Making-of machen, ein Behind-the-Scenes-Video. Zeigen wir, wie wir unsere Videos aufnehmen und schneiden, bearbeiten und so weiter. Und ich denke, das werde ich dann als separates Video irgendwann unter der Woche hochladen. Und des Weiteren haben wir uns überlegt, wir wissen aber noch nicht, ob es klappt, ob wir es eigentlich ausprobieren wollten, aber vergessen haben. Oh shit. Hier Nazi-Zombies mit euch zu spielen. Yo. Call of Duty. Da müssen wir halt nur mal gucken, wie es geht, ob es geht überhaupt. Und ob es jemand hat. Ja, das ist dann die nächste Sache. Ich denke, man kann so großes Thema, sich das zu organisieren. Problem an der Sache ist, dass es immer nur vier Spieler gleichzeitig spielen können. Aber da lassen wir uns was einfallen. Ich habe immer noch keine Keycard. Also quasi zwei Freiplätze für Zuschauer. Ja. Ich und du und. Aber wir machen ja mehrere Runden und so, da kommen schon ein paar Leute dran. Wenn wir es denn machen und es klappt. Also ich hoffe, dass es klappt, ich würde es gerne machen. Genau. So viel dazu. Ich bin jetzt hier noch ein bisschen desorientiert. Oh, guck mal, ich habe jetzt das erste Mal hier in Retro, glaube ich, in diesem Office diese Level 2 Karte gefunden. Oh ja. Aber ich habe sie davor echt noch nie gesehen. Obwohl ich gedacht habe, ich habe geguckt in den Office Rooms. Das ist halt merkwürdig. Jetzt ist es zu leise. Also wir haben jetzt eigentlich nichts Neues, ne? Das war letztes Mal neu. Gate B and Multiple Endings. Ja, aber das war eine sehr kurze Folge. Ja. Das war diese 6-Minuten-Folge oder so. Die so ein bisschen traurig war. Deswegen schauen wir mal, dass wir diesmal hier... Traurig. Ja, komm. Ich hab fast geweint, ja. Wir machen hier normalerweise halbe Stunde oder so oder dreiviertel Stunde. Ihr wisst's, ja. Okay. Der ist ein bisschen aktiv da drin. Was? Achso, nee, passt schon. Hab irgendwas gehört. Ja. Ist okay. Oh, oh, oh! Nein! Bah! Wieso bin ich da nicht vorbeigekommen? Das war doch modsmäßig die Lücke. Da aber. Ha! Jetzt sind wir da durchgekommen. So, also, der Plan für heute sieht vor, wir haben nichts Neues, was man SCP-mäßig anstreben könnte. Hab ich ja gesagt. Einfach ein Ending, oder? Ja, mach einen Speedrun. Einen Speedrun? Ja, wenn ich das jetzt hier erzwingen, dann klappt es sowieso nicht. Natürlich. Natürlich nicht, du musst es nur wollen. Also los.
Bin ich da nicht eben durchgegangen? Ich habe keine Ahnung. Ja, guck mal, da geht ja rechts rum und dann bin ich, Ja, glaube ich, geh nochmal in die andere rechts. Richtung, ja. Ja, wie andere Richtung? Ja, da. Da! Na. Ja, da bin ich gerade eben durchgegangen. Ja, aber da Nein, geh komm. links, oder kommst du daher? Warte mal, ich gehe jetzt nochmal hier durch. Ja, da bin ich doch gerade eben. Ich bin am Anfang von hier gekommen. Ja, okay, dann geht's wieder zurück Bin rechts. so hingegangen, da war der da drin. Dann War geht's der da ist ja lang, da da ist drin er nicht und. drin. Das wäre so sogar noch, der ist da auch drin, Ja, ja. nee, da ist er nicht. Also komm. Du musst halt da woanders abbiegen. Fuck. Oder ist das jetzt hier komplett irgendwie ein Kreis? Wenn das jetzt hier wieder der andere. Ne, okay. Ja, weil da ist nämlich der andere, die andere Schleuse. Dann gehe ich jetzt nämlich hier lang. Ja. Okay. Ist voll logisch. Problem gelöst. Nie so einfach, wenn es auch kompliziert geht. Stimmt, da waren wir noch nicht. Was? Da geht's nicht rein. Ja, aber das sah gerade zu dunkel aus, deswegen. Ich habe die Tür gar nicht gesehen, meine ich. Ich hab's zu Was spät. ist das? Ich hab's zu spät gesehen. Nein, das war's nicht. Komm, das können wir nicht kriegen. Aber ich mache diesmal ohne Intro dafür. Wobei das eigentlich wenig Zeit kostet. Das Intro ist eigentlich schön, so wie es jetzt ist, aber es ist halt zeitaufwendig. Okay. Also in der aktuellen Version meine ich, wo man in dieser Knastzelle da Ja. startet. Da finde ich das Intro in Ordnung. Ist dazu ein bisschen unvermittelt auch. Und dauert nicht lang. So. Das Dokument braucht er eigentlich nicht, höchstens zum wohin schmeißen. Ist es dieselbe Map? Oder Keine eine Ahnung. ähnliche, weil der Elektrogitter war gerade eben auch sehr nah am Anfang. Ist ja nichts zu holen. So, irgendwie. Siehst du das? Da? Diese Linie? Ja, was So ist ein damit? bisschen Texture Fade und so. Hm. Ich weiß nicht, ob man die Aufnahme sieht. Safe. Sind wir nicht mal so weit gelaufen, bis es dunkel wurde und dann wieder zurück und haben es da irgendwie voll kaputt gemacht? Ja, ne? Da war doch mal was. Ja, da war mal was. Hast du das Er ist gesehen? gerade gedroppt, Junge. Aber langsam. Ja. Wie eine Feder. Vielleicht war er da noch leichter, Papa. Federleicht. Ja, noch aus Styropor. Und alles ist Wölkchen. Ja. So. Rosa, rosa, rosa. Trau mich nicht so ganz. Blink. Da steht er gut. Aber die Räume sind tricky. Ja, die hast du schon immer eigentlich. Ja, du hast die anderen, oder? Diese mit dem Schalter in der Mitte, oder? Nee, Die mal das am früher. meisten, ja, aber am meisten eigentlich Immer. lieber. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm. Es ist ja jetzt immer noch genau so gemischt, ne? Zonen. Einfach alle Räume Ja, das war erst übereinander. bei 07. 07. 07, glaube ich. Das war das erste fette Update-Video, was wir gemacht haben. Nach, glaube ich, über 1000 Klicks bekommen. Drei, oder? Was? 3000? Ich weiß es nicht. Ich glaube Nee, schon. so echt so viel. Weiß ich nicht. Ich Müssen wir mal weiß nicht, wie viele Klicks ich auf meine Videos bekomme. recherchieren. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt langlaufe. Habe ich Navi? Nein. Aber so, das passt ja auf. Aber da gibt es auch noch keinen Red Nee, den LED-Indicator. gibt's erst ganz spät. The gate is active. Ich glaube erst bei 1.0, kann das sein? Weiß nicht. Müsste man mal sich den Changelog ordentlichst einverleiben. Ja, meinst du, der hat es hingeschrieben? War eigentlich schon. Blinking LED. Oh. Oh. Ich habe ihn gar nicht gesehen in der dunklen Ja, Stelle, erst nee, links man wieder. hat ihn auch nicht gesehen.
Aber das macht er scheinbar erst später, oder? Weil normalerweise, wenn du da reingehst und drinnen bleibst, dann bleibt er in der Mitte stehen und chase dich dann. Ja, aber in dem ersten Dreiteiler, den wir gespielt haben, ist es so, dass er auf uns zukommt. Wo wir sagen, oh, schon wieder? Ja, das war Cliffhanger. 0067, glaube ich. Ja, irgendwas mit 6 auf jeden Fall. Ich weiß noch, die ersten paar Mal, wo wir das Off-Cam gespielt haben, ne? Als das hier noch nicht hier mit YouTube und so war, da haben wir uns so mega eingeschissen. Ja, übel. Da haben wir Aber auch in Slender den ersten paar Teilen. gespielt, Slender the Eight Pages und dieses Spiel. Wie wir da jedes Mal geplärrt haben, Wie so wenn gestörte, das Viech Alter. gekommen Wie ist. so Es gestörte war aber Mode-Spiel. lustig. Und solche Jumpscares, die kriegen wir bei SCP eigentlich kaum noch. Ja. Seltenst. Was eigentlich schade ist. Ja, aber allgemein habe ich gemerkt, wir sind in Horrorspielen schon deutlich abgehärteter als davor. War das jetzt 914? Ja, ne? Ja, ne, das war der Ding. Ich habe noch gar nichts. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ja, ich weiß es auch nicht. Weil du nicht aufpasst. Immer gucken, schauen. Ich weiß, wir haben einmal geschafft, Gate A ohne Karte. Oh, pass auf. Ja, ich pass auf. Das sieht man aber so schlecht, auch weil es allgemein so dunkel ist, ne? Und als ich das Gate vorhin gesehen habe, da war es halt dann schon zu spät, weil ich dann schon drin stand. Ich Oh, glaube, da bin da ich ist er. vorhin nicht durchgegangen. Hat sich gerade weggeportet, oder? Jetzt ist er doch, ist Nee, noch der ist drin. noch drin. Und toll, jetzt steht er ganz toll. Mach einfach. Ja. Alter, Junge, was Ich hast du glaube, gemacht? das sah nur so aus. Da war dieser Nebel da, dieser Smoke. Und ich glaube, deswegen hat man es kurz nicht gesehen. Der geht schon Ja. wieder crazy schon mal. Ja, kann er machen. Ich glaube, das sah schlimmer aus, als es im Endeffekt war. Ich weiß nicht, wie ich gerade drauf komme, aber was hältst du von dem neuen Jurassic World-Film? Habe ich noch nicht davon gehört, keine Ahnung. Hast du noch nicht von gehört? Also, So, hallo? Lebst du in einem Mond? ich habe keinen Fernsehanschluss und habe auch nicht vor, mir in Ich schaue Kürze auch keinen einen Fernseher. zuzulegen, Ich habe nicht immer deswegen. einen Fernseher. Du hast einen Fernseher schon, ich habe Ja, nicht mal einen. ich habe Netflix. Aber schaust du denn keine Trailer oder gehst auf IMDb? Nein. Der neue Jurassic Park-Film halt. Jurassic World heißt der, glaube ich. Was? Das sah gerade voll groß aus, irgendwie. Sieht er immer noch, oder? Kommt das nur so vor? Ja, aber Weil vielleicht das so seinen so langgezogenen Kopf hat, zumachen. ne? Zumachen wäre eine Option. Ja, wie komme ich jetzt da raus? Der macht sich zu breit. Muss ihn hier hinlocken. Aber Ja, mach halt. ja, das. Guck mal, wie viel Spielraum ich hier habe. Ja, zur Not. Zur Not ist die Folge halt zu Ende. Ja, Wo wolltest du damit das sagen? hast du jetzt gesagt. Ah, Scheiße, das Yeah. ist Kacke. Der geht genau. Ne, das reicht zum Abstand. Komm, probier's. Da, guck, da kommst du Ich hab vorbei. eine. Boah. Klar kommst du vorbei, weil auch in diesen Räumen mit dem, wo er in der Mitte von dem Raum dann auftaucht, musst du auch vorbeikommen. Ja, aber da steht er ja auch hier in dieser. Da ist nicht mehr Platz. Das ist nur optisch, aber ich glaube von. Meinst du? Das werde ich bei nächster Gelegenheit investigieren. Weil wir laufen ja trotzdem außen lang. Ach, keine Ahnung. Eine Karte gefunden. Ich freue mich gerade voll. Glückwunsch. So, Investigation, pass auf. Ja, guck. Da Ja, kannst du okay. nämlich hier so schön Okay. ausholen Aber und hat er den nicht später angebaut? Weil normal ist dann das viel näher und man sieht so einen roten Kasten. Den sieht man schon, wenn man reinkommt eigentlich. ja, aber ich glaube trotzdem, das passt schon so. Scheiße. Ist auch eigentlich scheißegal.
Komm schon. Nein! Ah, nein. Macht er. Komm schon. Gab's du da willst irgendwas? Das Gate A finden oder B? Wahrscheinlich machen lieber A. Ohne Karte? Ja, scheiße, jetzt habe ich eine. Mist. Mit ohne Karte war, glaube ich, ich. Muss ich droppen. Mit ohne Karte. Sicher? Müsste ich gewesen sein, ja. Ich weiß es nicht. Vielleicht weiß jemand Alex B, wo die Folge ist. Wir hätten die Folge ohne Karte einfach nennen sollen. Ich weiß nicht, wie wir die Folge genannt haben. Heißt sie vielleicht so? Nein. Wüsste ich, wenn ich eine Folge mit dem Titel ohne Karte hätte. Ja, also ähnlich. Gate A. Wir müssen Gate A, oder? Gate A und zurück haben wir mal eine genannt. Weil wir immer voll stolz waren, wenn wir es erreicht haben. Und dann haben wir gedacht, ja, weil wir oft, was heißt oft, ein paar Mal schon Gate A gesehen haben. Ja. Und Gate B wollten. Dann haben wir Gate A gefunden und haben es dann nicht genommen, weil wir Gate B wollten. So und anders war es so. Das war halt Logic und so. Komme ich von daher? Wo ist denn? Ist doch der Anfang, oder? Ist es der Anfang? Ja. Genau, weil das war der erste ja, Raum. Ja, stimmt. Ah. Oh yeah. Okay. Was war denn das? Mein zweimal angemacht. Und auf. Ja. Das war der Schlusssound. Ambient5.ok. Junge. Verrat doch nicht alles, oder? Das seht ihr dann vielleicht im Behind-the-Scenes-Video. Wie du es gerade so reinschiebst oder ins Projekt. Das ist der Raum, da gibt es ja nichts. Gab es da noch eine andere Möglichkeit? Nee, da bin ich ja dann gerade hergekommen, ne? Von dem anderen und so. Was redet er? Ich glaube, er ist verwirrt. Ja. Safe. Wenn es ist eigentlich jemand aufgefallen, dass ich gar kein SCP mehr spiele, ich weiß. Hat also keiner bis jetzt gesagt. Bis jetzt scheinbar nicht, nee. Friedman, SCP ist scheiße und wir sollen aufhören, es zu spielen. Nein, das habe ich nicht gesagt. Er sagt, es ist stinklangweilig und deswegen spielt er es nicht mehr, sondern lässt mich nur noch spielen. Und er, Zitierst du mich gerade oder sind das alles hier? Ja, das sind Zitate. Nee, das sind keine Zitate. Was ich gesagt habe, ist, dass nach über 100 Episoden langsam die Luft rausgeht. Und dass du scheiße findest und es nicht mehr spielen willst. Ja, nee, ich will es nicht mehr spielen. Willst du ein Spiel 2 Jahre lang spielen? Ja. Also ich. Call of Duty und Battlefield habe ich über 2 Jahre gespielt. Tja, du kannst der ACP weitermachen. Mach ich auch. Ist es ja kein Problem für dich. So. So viel Achtung. Dazu. Leute, es geht wieder abwärts. Oh nein. Really? Oh nein. Guck mal, da kommt er aus dem Boden. Pass auf, der haut dich. Boah. Guck, der hat ein anderes Face, hast du gesehen? Ne, hab ich jetzt gerade. Oh Mann, du Penner, du. Soll ich nochmal angucken? Ja, der hat aber nicht, dass er hier mit Phantom den da... von diesem Geist hat das Face. Pass auf, siehst du es? Ja, ob das vom Phantom ist. Doch, das ist es. Von dem Alten, von dem nicht von dem Phantom, sondern von dem Geist. Ja, von dem Phantom. Von dem Phantomgeist-Dings. Ich weiß schon. Glocke. Nee, das wo ganz in den alten Versionen immer auftauchte. Ja. Wo in diesem leeren Raum einfach mal aufschwebt, so. Ja, das war das von... Das ist ja stimmt, das ist dann später von der Glocke das. Und das ist auch das Gesicht von dem. Wo ist denn der? Ich hör den atmen. Hilfe. Wieso kommt der von... Ach. Das ist ein Perverser, der kommt... Nein! Von hinten und atmet mit mir an den Nacken, so. Oh! Ich glaube, der hat jetzt schon so gemacht. An den Eiern gebackt. Der mit Hand ist voll klein irgendwie. Hey, was machst du? Der kommt doch jetzt von links, oder? Nee. Wie keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich bin weg. Ich geh weg. Oh, es geht abwärts, siehst du? Guck mal, es geht abwärts.
Schaut halt echt so aus, oder? Sag mal! Jetzt. Gut. Na guck, hier ist die eine Seite. Ja, okay, es geht eigentlich. Hab dich getäuscht. Ist normal groß. Aber es geht nicht rundrum, sondern ist momentan noch One Way, glaube ich. Das kann sein, ja. Ne, das mit dem, dass er so fett war, war auch erst 1, ne? So 1. Der war ziemlich lang, so wie er jetzt ist. Ist ja wurscht. Wir machen es ja, damit wir es wissen. Spielen wir ja alle Versionen mal durch. Ja, was auch immer. Ich bin jetzt durch. Oh, schade. War schon wieder knapp. Ja, Fred, der will schon, dass ich sterbe, damit die Folge endlich vorbei ist und wir kein SCP mehr spielen müssen. Nein, weil die Folge schon so lang ist. Und ich das niemand antun möchte. Der kommt jetzt nicht durch. Bad Ghost? Meinst du, der hat noch die Possibility 100? Ja. Also da haben wir die Possibility 100. Wir könnten eigentlich mal... Oh. Wir könnten eigentlich mal so ein Update für das All-SCP-Video bringen. So mit aktuellen Szenen. Weil zum Beispiel diesen Bud Ghost haben wir nie gesehen, bevor ich das gemacht habe. Ich weiß auch gar nicht, dass es den gibt. Ja, ich habe das halt in dem Wiki gelesen. Und dann habe ich das selber nachgedreht. Wo ich von daher, von da komme ich her, oder? Ich habe eine Map gebaut. Mit einem Room und hab dann den Bug Ghost beschworen. Und das Ritual sah wie aus? Einmal ordentlich Stuhlgang, ja. Keramikexplosion. Genau so. Und dann kommt er. Aber auf dem anderen Klo. Dann musst du rüberlaufen und dann dreimal im Kreis drehen und dann kommt er. Aber hat gleich geklappt, muss ich sagen. Das ist doch jetzt ein anderes Regal, oder? Oder ist es schon wieder der Anfang? Das kann doch nicht sein. Nee. Keine Ahnung. Dann war ich hier noch nicht. Dann gehe ich jetzt wieder da zu diesem Mann. Da. Ich fällt gerade auf, dass ich die ganze Zeit in die Kamera gucke, irgendwie. Keine Ahnung. Gelenkt durch mich selber. Ach was. Ich beobachte jetzt dich. Wenn es Ihnen Spaß macht. Oh, das ist gut. Wenn ich da reinkomme. Alle achten jetzt schon auf Philipps Gesicht. Nee, wir machen gay. Ja, genau. Was, du hast gay gesagt? Ja. In der Tat. Ja, und was wollte ich sagen? Gay. Wir machen. Achso. Gate A machen wir jetzt. Also, wir machen Gay. Gay, ja. Wunschdenken, Fred, Wunschdenken. So. Dir wird's doch auch gefallen, oder? Nein. Da stehe ich nicht so drauf. Sorry. Für diejenigen, die sich jetzt Hoffnungen gemacht haben. Voll das Scheißgelaber schon wieder, ey. Du hast damit angefangen. Ja, ist doch lustig. So. Ach, guck mal. Aber da komme ich auch nicht mit einer Level. Auf dem Bild hat er noch sein Standardgesicht. Beziehungsweise ist es dieses Bild aus dem Foundation-Wiki. Ja, und wann sieht er anders aus? In den vorherigen Versionen? Ja, oder? Davor und danach auch wieder. Was ist denn das bitte? Das sind P-Dings, P90er, oder? Die stehen in der Wand und knallen gleich ab, Junge. Geh da weg. Alter, wie krass. Warum stehen die in der Wand? Ja, das kann doch noch gar keine Durchsage sein. Ja, vielleicht kommen die da noch nicht. Bei 5. Ups. Ja, ist das hier der hier Room oder was? Was ist mit denen los? Ja, stell dich halt am besten gleich so hin, dass sie dich abschießen können. Was machen die denn? Stealth Mode ist das jetzt. Jetzt sind sie weg. Sau lustig, verdammt. Geht denn da?
Man weiß es nicht, man munkelt nur. Oh! Oh Gott! Was? Wir haben nicht so schnell. Scheiße! Oh! Ah! Du bist doch! Ah! War doch ein nice Ende. Oh mein Gott! Ich krieg mich nicht mehr. Was war denn das hier? Du lebst noch, Bam. Der Klassiker. Ja, das ist jedes Mal so, wenn ich erschrecke, ich lass alles los. So, du lebst noch. Und dann habe ich dann die Maus berührt, weil ich weitermachen wollte und dann habe ich eine falsche Bewegung gemacht, war es zu spät. Hi. Okay. Warum wieder ein guter Jumpscare? Herrlich, herrlich. Bin schon hier auf die Aufnahme gespannt. Also, liebe Freunde, dann machen wir jetzt das Behind-the-Scenes-Video. Zeigen wir, wie wir den ganzen Scheiß editen. Und ihr könnt ein Like da lassen, wenn es euch auch gefallen hat. Oder ein Dislike, wenn es scheiße war. Nee. Doch? Doch, okay, okay. Ja, ja. Eigentlich schon, oder? Doch, ja. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Let's Play. Bleibt geschmeidig. Tschüss.